Hallo, liebe Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zurück zum Rätsel der Gartenzwerge mit Lara Croft und mir. In dem Spiel, beziehungsweise dem Custom Level, Tomb Raider Dracula's Return. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Und ich weiß auch, wie wir die Klappe beim Kistenrätsel wieder hochkriegen. Ist alles gar kein Thema. Ist alles echt gar kein Ding. So, stellen wir es erstmal auf diese Platte ab, weil die ist ja stabil. Und dann zücken wir unseren Revolver mal und zerschießen da hinten das Ding, damit die Stange runtergeht. Ja. Ist das fies oder ist das fies? Also ich finde das fies. Also anscheinend ist der Jump Switch dazu da, um halt hier dann die andere Plattform hochzukriegen. Wie soll man darauf kommen? Ich habe völlig falsch kombiniert, mal ganz ehrlich. Ich habe ein kleines Knöpfchen in dieser Hinsicht übrigens in der Küche übersehen, um halt die Plattform wieder hochzukriegen fürs Kistenrätsel. Habe ich gerade alles bei Badass Games nachgeguckt und Nein! Das ist doof. Das ist nicht leicht, der Sprung. Der Sprung ist echt nicht leicht. Okay. Let's try it again. Wieso reicht das jetzt nicht? Fragezeichen. Bist du dumm oder so? Ich verstehe es nicht. Hätte ich weiter gucken sollen? Wohl kaum. Da komme ich von hier. Nö, komme ich auch nicht. Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ich muss das schon irgendwie von hier schaffen, aber ist halt blöd, weil ich nicht gerade dran springen kann. Ne? Das Spiel ist asozial. Das Spiel ist echt asozial manchmal. Komm ich in die... Hallo! Ja, ich bin gerade leicht gereizt, ich geb's zu. Jetzt komme ich nicht mal mehr an die Stange ran. Hilfe! Was zur Hölle passiert hier? Warum zur Hölle komme ich nicht mehr da raus? Ah! Hilfe! Ah, jetzt hat's geklappt. Sie hat das vorher nämlich von alleine gemacht mit Loslassen, weil ich mich zu oft gedreht habe und weil ich jetzt zu lange Anlauf genommen habe. Hier habe ich jetzt bewusst losgelassen und schon geht's. Überraschenderweise. Und jetzt können wir auch das mit dem Gartenzwerg hier machen, ohne Probleme. Mann, das war jetzt aber auch echt eine schwere Geburt hier. Warum wackelst du Plattform so sehr? So, auf deinen Platz mit dir, du Gartenzwerg. Okay. Was ist das für ein Schlüssel? Das ist der Matze-Key. Nein, natürlich Maze-Key, aber Matze-Key klingt lustiger. Kann ich damit hier raus? Ja. Mit dem Matze-Key komme ich hier raus. Ich frage mich nur, ob wir hier rausgehen sollen auch. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Ah, okay. Was ist hier? Hier ist ein Brunnen. Okay. Oh, da ist sogar Wasser drin. Da können wir, glaube ich, reinspringen. Ich glaube, da können wir reinspringen. Die Frage ist nur, ob ich das jetzt will oder nicht. Ich weiß nicht. Ich mach's einfach mal. Ich habe ja gespeichert. Oder auch nicht. Ach, können wir doch nicht rein. Oh, umso besser. Umso besser, wenn das nicht geht. Da geht's jetzt zur Mauer. Was ist hier? Hier geht's weiter in den Irrgarten. Das will ich nicht. Zumindest vorerst nicht. Gehen wir erstmal hier an der Mauer entlang. Ah, das war klug. Hier sind Items.
Einmal ein kleines Midi-Pack. Was bist du? Du siehst aus wie was Wichtiges. Was ich nicht nehmen kann allerdings. Nee, das ist nur wieder eine Packung Taschentücher. Also von daher überhaupt nicht wichtig. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde mich hier sowas von verlaufen. Aber hier ist nur Mauer. Das ist gut. Was ist hier? Oh je. Nochmal speichern. Das ist fies. Das ist echt fies. Es gibt ein Weihnachts-Custom-Level, was übrigens auch so ein Labyrinth hat, aber das ist überhaupt nicht schwer. Da kann man auch hinterher auf die Mauer drauf und so, das ist alles gar kein Ding. Man kann doch 100 Pro in diese Sachen hier rein. Ins Wasser. In den Brunnen. Bin ich mir ganz sicher. Warum kriege ich hier gerade so Frame-Einbrüche? Ich meine, ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Ist hier ein Ausgang? Fragezeichen. Das sieht so ein bisschen danach aus. Ja, ich glaube, das ist der Ausgang. Hier liegt wieder auch was. Beziehungsweise sind wieder nur Taschentücher. Oh, ich habe mich doch jetzt schon verlaufen. Ich meine, ich würde nicht heillos, dass ich jetzt nicht mehr hier weiterkommen würde, aber schon, dass es nicht gerade halt so schön ist. Ich meine, was ist schon am Verlaufen auch schön? Das brauche ich, glaube ich, niemandem zu sagen, was daran nicht schön ist. Ich nehme an, hier kann ich nirgendwo. Ich bin doch eben von hier gekommen. Genau, hier war das. Und hier war... Oh, eine Sackgasse, okay. Hier war auch eine Sackgasse, okay. Ja, Cryptkeeper ist gut. Wir wissen, dass du tolle Geschichten erzählen kannst für zum Gruseln. Für zum Gruseln, genau. Okay. Ah! Sieh mal einer, guck. Ach, Sarah. Was machst du hier im Labyrinth? Wurde dir denn gar nichts beigebracht? Du sollst nicht in Labyrinthe gehen. Vor allem nicht, wenn man am Schlafen ist. Oh je. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe! Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, dann weiß ich, wo ich bin. Ich wollte hier lang, glaube ich. Naja. Oh je. Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr. Hier ist einfach nur ein Rundgang. Und auch ohne Jumpy. Hier ist nichts Wichtiges mehr. Echt nicht? Okay. Help, help. Hier ist einfach auch eine Sackgasse. Nein, das habe ich nicht mit Absicht so betont. Das ist mir gerade erst aufgefallen, als ich es gesagt hatte. Oh je. Das Labyrinth des Grauens, im wahrsten Sinne des Wortes, da wir hier in Joculus Return sind. Also hier muss ich auf jeden Fall vorher rauskommen, bevor ich die Aufnahmesession für heute beende, sonst bin ich heillos verloren. Wo war denn jetzt die Stelle eigentlich mit den Stäben? Ich weiß es doch nicht. Scheiße. Oh, Secret. Cool. Das ist schon mal dementsprechend nicht falsch gewesen. Das ist schön, dass ich mich hier so verlaufen habe, dass ich sogar ein Secret finde. Das ist aber auch fies, hier eins zu verstecken überhaupt, ey. Naja, wir werden schon wieder den Rückweg finden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Oh, hallo. Ah, hier kann man das öffnen, okay. Ich weiß noch nicht, warum. Aber verkehrt sein kann es nicht. Aber bevor ich da reintauche, schaue ich mich hier noch eben um die Ecke um. Weil ich weiß nicht mehr jetzt hier genau, was hier jetzt ist. Achso, hier ist einfach nur wieder so ein Ding. Oder war das nicht sogar das mit dem? Nee, war es nicht. Nee, Quatsch, da war ja auch das woanders und ja. Ha? Was soll ich hier denn machen? Wo soll ich hintauchen? Sag es mir, Spiel. Hier sind überall nur diese Sachen, wo ich auftauchen kann, kurz.
kann dich nicht öffnen? Echt nicht? Seriously? Okay. Also anscheinend muss ich hier erst später reintauchen. Oder ich finde hier noch was anderes Schönes. Unter Wasser ist es kein besserer Irrgarten. Echt nicht. Ein Schalter. Alter, wie sollen wir das denn wirklich hier bewusst finden? Und ich muss mehrere auch noch davon finden, natürlich. Was für ein arschiges Spiel. Alter. Ich weiß schon, warum ich Dracula's Return so lange Zeit... Ach, Midipack. So lange Zeit nicht Let's Playen wollte, weil es einfach wirklich scheiße schwer ist. Hilfe. Ah, hier ist der andere. Ich hoffe doch, es sind nur zwei und nicht drei. Es sind natürlich drei. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich gerade echt. Das ist doch fies. Wo war das Luftloch? Ich muss zurück. Ich trau mich nicht. Oh je. Ich achte jetzt gerade überhaupt nicht auf die Zeit. Der Part könnte Überlänge haben. Es ist mir gerade scheißegal. Glaubt ihr mir das? Ich will hier einfach nur es irgendwie schaffen und durchkommen. Oh je. Ich weiß gar nicht mehr, ob Ty sich hier besser zurechtgefunden hatte als ich. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Hier ist irgendwas ein Eimer. Oh nö! Oh nö, seid ihr fies. Oh nö. Oh, das war voll fiesbärtig. Och Mann. Ach, weißt du was, ich lade mal. Dann gucke ich erstmal, ob ich da vielleicht rausgemusst hätte. Hätte ja sein können. Das würde ich auch dem Spiel zutrauen. Nach allem, was ich jetzt hier schon erlebt habe. Oder das Ding muss halt hochgehen und zu sein. Das kann auch sein. Ah, hier bin ich im Brunnen. Okay. Ja, dann... kann ich auch hier ruhig den Eimer mitnehmen. Ist der für irgendwas wichtig? Hat der einen besonderen Namen oder so? Nee, nicht wirklich. Ich hoffe, das war jetzt aber auch nicht schlimm, dass die Klappe dazugegangen ist, aber glaube ich auch irgendwie nicht. Warum sollte es? Oh je. Oh na! Sackgasse! Verdammt! Hier war ich schon. Vampi, konzentrier dich weiterhin. Es ist schon spät, aber du hast deine Pflicht, jetzt hier noch gefälligst aufzupassen. Nochmal speichern. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lang der Part schon ist. Ich habe total gerade die Zeit vergessen. Ich habe alles vergessen. Ich bin hier gerade einfach nur verloren. Oh mein Gott. Oh, bitte. Bitte lass mich doch die nächste Sackgasse finden, wo der letzte Schalter ist. Bitte. Ist ja schon wieder ein Gang. Ich hätte den Ausgang wieder gefunden. Wie schön. Wenigstens etwas. Okay, Leute. Ich glaube, der Part ist lang genug. Ich beende den hier mal und suche dann einfach am nächsten Part mit euch weiter. Gebt mir Kraft. Ich brauche sie. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye-bye.